Jo Leute, Hobbit hier, Gamer Engineers. Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum bist du wieder beim Masterdrachen? Da waren wir doch schon. Ja. Sieh an, das Menschenkind. Hast du gelernt, die Kraft deines Schwertes zu... Wie? Du möchtest dir meinen Wasserbehälter leihen? Na ja, gut. Meine Kraft ist zurück. Ich werde ihn wohl so schnell nicht wieder benötigen. Mach damit, was du willst. Soll ich den Roboter rufen, um den Wasserbehälter zu transportieren? Den kann ich nicht leiden. Das ist die geilste Antwort. Den kann ich nicht leiden. Ja, ich frag mich ehrlich gesagt, warum der Wasserdrache? Verehrte Fei, ich bin so schnell gekommen, wie ich nur konnte. Das ist aber groß. Aber kein Problem für mich. Hey, Grüner. Sieh zu und lerne. Ich warte damit dann wie immer am Himmel. Ja. Achtung! Jetzt kommt's. Gewitter, lass uns ins Wolkenmeer zurückgehen und von dort zum Vulkan fliegen. Mhm, bestimmt. Okay, gut, das war jetzt mal ein bisschen wichtiger. Mich hat gerade wer angerufen. Es ist leider sehr, sehr wichtig gewesen. So, aber jetzt brauchen wir erstmal Pfeile. Hä? Na geil, gleich zwei von denen. Okay. Aber warum sind die Schmetterlinge hier? Okay, keine Ahnung. Aber ich brauche auf jeden Fall mal Pfeile. Und ein paar andere Utensilien wären jetzt auch nicht so schlecht. Aber hauptsächlich brauche ich Pfeile. Und zwar sage ich euch auch warum. Da kommt es zu einem kleinen Zwischenfall in Eldin, bei dem der Roboter ausnahmsweise mal einen Fehler macht und der Mensch ihm dann helfen muss. Das ist und bleibt eine ziemlich beschissene Mission. Ich meine, ich finde sie ganz geil, weil ich halt mehr so dieses Missionsfeeling mag, aber... Also, es hat was von Stealth-Mission. Komm schon. Stellt sich irgendeiner dazu? Das Material brauche ich nämlich, oder? Naja, ich habe nicht mehr wirklich was zum Verbessern. Höchstens die Itemtaschen, aber ja. Ja, also es gibt noch andere Möglichkeiten, was man sich holen könnte. Eine davon zeige ich euch. Das finde ich ehrlich gesagt den kleinen Betrug. Aber ich habe immerhin was rausgefunden.
Das Ding spuckt nichts anderes aus wie Herzen. Geil, oder? Nee. Deshalb auch dieses kleine Schauspiel jetzt am Anfang, dass ich Pfeile brauchen würde. Dafür habe ich jetzt alle drei erwischt. Ding! Ja, viele brauche ich jetzt von denen eh wirklich nicht mehr. Aber ich werde mir für den... Ja, ich muss mir dann bald einen neuen Trank anfertigen. So, ja, soll ich es probieren? Also der Roboter kommt jetzt natürlich mit seinem Wasserdruck hinterher, aber ich glaube, ich sollte mir doch Pfeile zulegen. Nee, das ist mir zu riskant. Das ist mir zu riskant. Mir ist lieber, ich hole mir jetzt Pfeile. Ansonsten stehe ich nachher blöd da. Was will denn der überhaupt schon wieder? Das ist eine richtige Abzocke. Passt mal auf. 10 Pfeile. Achso. Ja gut, die Preise sind okay. Es gibt auch eine Möglichkeit, wie man da mitunter mehr Pfeile fürs Geld kriegt, aber... und noch was. Ich schätze mal, dass ich 4 Parts für das Heiligtum in Eldin brauchen werde. Hoit! Da fällt mir ein, ich brauche auch einen Herztrank. Der ist dort wirklich bitterst nötig. Nur her damit. So, ich nehme mal an, Standard Hausmeisterausrüstung. 2 Herzentränke und... Ja. Das müsste eigentlich reichen. Ja. Also das sollte jetzt wirklich ausreichen. Wenn ich so schätzen müsste, würde ich sagen, wenn wir Glück haben, schaffe ich es in 3 Folgen durch den ganzen Tempel. Wenn wir Pech haben, was vermutlich der Fall sein wird, weil ich garantiere euch, es ist zwar mein Lieblingsdungeon, das hier ist dein Gang zum Vulkan. Ich bin bestimmt schneller am Ziel als du schleichender grüner Wicht. Hey, Moment, da weiß ich gar nicht, wo wir hin müssen. Na toll, du Blödmann. Knallerbse. Wie? Ist es gut, ja? Ich hatte schon fast keine Kraft mehr. Was? Auf den Gipfel? Sag das doch gleich. Jetzt muss ich mit dem schweren Ding noch einmal losfliegen. Ja. Hier ist alles voller Monster. Nicht, dass ich etwa vor Monstern Angst hätte, aber im Augenblick trage ich ja noch diesen schweren Behälter. Auf geht's, grüner Wicht. Jetzt zeig
ich dir mal, was ein echter Transportroboter ist. Pass auf mich auf, ja? Ich folge dir unauffällig. Und pass bloß auf, dass mir keines dieser Ungeheuer zu nahe kommt. Ja. Ich hab's bereits erwähnt mit der Stealth Mission. Und deshalb habe ich mir auch mal wieder mein altes Steueraggregat dafür wieder geholt. Das hatte ich nämlich relativ gerne. Oh, können das da rein? Achso, so. Nur mit dem Ding kann man leider nicht fliegen. Das ist der Nachteil. Und dafür habe ich mir halt das Ding wieder zugelegt. Es ist jetzt nur leider ein bisschen blöd von der Schnur her. Aber ansonsten müsste es eigentlich passen. Ja, noch eine Runde. Ja, könnte noch gehen. Im Übrigen wird es jetzt noch einen Blitz-Replay von meinem damaligen Let's Play von Link Crossbow Training geben. Da habe ich tatsächlich mal einen richtig fetten Rekord aufgestellt. Wenn den einer knacken kann, dann ist er ziemlich gut. Die Frage ist nur, wer ist das dann? So. So. So, das sollte ja jetzt dann funktionieren. Okay, gut. Also das Ganze ist ihm eigentlich nur dieser Billigaufwand von diesem Plastikhalterteil. Aber ich spiele ganz gerne damit. Da, Vorsicht. Ja, der Trapo, also der Transportroboter Trapo hält, soweit ich mich jetzt erinnern kann, glaube ich sowieso. Okay. Okay. Das funktioniert nicht. Scheiße. Das ging nach hinten. Komm schon. Oh, Scheißdreck. Und das Ding kriegt man ja da relativ leicht rein, aber schwer wieder raus. Das ist ja das Blöde. Na, die Steuerung ist dafür einfach nicht gemacht worden. Ich hab's mal probiert. Wurde mir ja von einem Steuerkonsolen-Hacker empfohlen. Er sprach da in den höchsten Tönen davon, wenn man das umstellt, dass das so cool sein soll. So, voll erledigt. Ja, wir wissen seit fast 42 Folgen, dass das ein Bernstein-Halbmond ist. Das haben wir nämlich als erstes gefunden. Na ja, wohl. So früh wissen wir es dann doch noch nicht. Im Übrigen. Ja, aber sonst geht's noch, hä?
Hey, du dämlicher Roboter. Wie wäre es vielleicht mal mit in Deckung gehen, hm? Soll ja ganz gesund für den Schaltkreis sein. Ja, dort unten sehen wir jetzt das erste Mal Dämonenfledermäuse. Das sind die mit dem Schatten. Also mit dieser Schattensphäre im Genick. Die sind so lustig. Bäh. Apropos. Das könnte ich euch vielleicht auch mal zeigen. Vorsicht, jetzt macht's bumm. Ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes. Man kann dahinter auch manchmal einen Schatz finden. Das kommt ganz drauf an. So, und wenn ihr jetzt glaubt, ich lasse mich von dem jetzt hier vorführen. Nö, nö. Weil nach, ich glaube, 5 Schuss oder so geht er sowieso ein. Nach, achso, ja, beim Eisenbogen wäre es nach 5. Bei dem, was ich habe, also beim Heiligen Bogen oder Lichtbogen oder keine Ahnung, wie der heißt, passiert das schon nach 3 Schuss. Deswegen sage ich, es lohnt gar nicht, mit dem Schwert gegen ihn anzutreten, wenn der Bogen eh viel stärker ist. Das ist tatsächlich so. So, 2-mal Magmarinkäfer. Ich weiß, ich habe schon welche übersehen, aber ich nehme die hier trotzdem mal mit. Die Bauzeit habe ich im Übrigen rausgeschnitten für diesen scheiß Controller. Ich wollte vorher mit dem spielen. Ging aber schlecht. Deshalb entschuldigt bitte den Ruckler an der Stelle. War nun so ein Nebengedanke, aber das hat nicht so gut funktioniert. Wo haben wir da Arschgesichter? Da haben wir Arschgesichter. Ja, der war daneben. Oha. Das trifft nicht mal meinen Bogen. So, jetzt wollen wir mal schauen, was das Ding auch taugt. Doch, na, boah, bist du Dummling. So. Wehe, du baust jetzt Mist. Verzieh dich. Danke sehr. Boah. Deswegen sage ich hier auch, dass das die reinste Stealth-Mission ist. Ich meine, zieht's euch rein. Im Übrigen, man kann die Abkürzung mit dem Luftstrom nicht verwenden. Da verliert er einen. Man sollte den längstmöglichen Weg einschlagen. Ich bin damals nicht mal diese eine Abkürzung gegangen, die ich euch am Anfang gezeigt habe, wo ich halt meinen Controller umbauen wollte. Nicht mal die bin ich gegangen. Ich bin damals noch den ultralangen Weg gegangen. Durch ganz Eldin durch. Das eine Vieh, was man mit der Bombe killen sollte, das kann man auch ganz bequem. Mit dem Bogen dann erledigen. Und da ist so ein Fettsack mit, dem Eisenschild. Der geht aber auch nach. Achso, nein, der hat ja mehr Leben. Richtig, 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 richtig. Der hält, glaube ich, 5. Ja, der hält 5. Dann war das vielleicht der, an den ich mich vorher erinnert habe. Nur, ob der jetzt ein Eisen oder einen normalen Schild hat, das ist ja mir scheißegal. Fledermäuse sind hier mal keine, das ist gut. Aber irgendwie komisch. Halt, 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 halt. War klar. 2.
3, 4, 5. Weg mit ihm. Da hinten ist, glaube ich, eh kein... Okay, gut. Ich muss mich hier noch extrem konzentrieren, weil das geht relativ schnell. Hm? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Okay, gut, das ging schnell. Oh, Monsterklau. Wie immer sehr wertvoll, aber ich glaube, jetzt haben wir bald genug. Im Übrigen, sollte man hier verkacken, darf man von ganz unten wieder anfangen. Denn ich würde euch empfehlen, geht oben lang. Aus dem Grund hier. Nämlich A, nerven euch dann die Biester nicht. Und jetzt schauen sich ja die schon so vermeintlich blöd um. Ein Tipp meinerseits, man kann die, glaube ich, nämlich nicht mit dem Pfeil abschießen. Oder? Geht das? Nein, die wehren das ab. Sag mal, warum schlägst du von unten zu, du blöde Kreatur, hä? Ja, Gott. Immerhin das. Obwohl man den gar nicht so oft braucht, wie ich gedacht hätte. Aber immerhin, er ist viel wert. Na, komm her. Okay, gut. Fall erledigt. Ich glaube, Wasser tanken muss der Roboter jetzt nicht. Da ist ja Wasser drin. Und irgendwie gab es hier eh nichts weiter. Ja, also wenn man, so wie man hier eigentlich drinnen ist, ist es okay, aber... Ja gut, hier passiert nicht mehr viel. Da soll ich Wasser drauf... Also, da soll ich Wasser drauf spritzen? Na dann, sieh zu und lerne. Ja, sagt er dem Richtigen. Obwohl, lernen kann man von sehr, sehr vielen Leuten. Verehrte Fei, habt ihr das gesehen? Bitte ruft mich wieder, wenn ich euch behilflich sein kann. Ja, werden wir tun. Und zwar brauchen wir ihn noch 1, 2, 3. Ich stelle fest, dass die Flammen, die den Weg versperrten, erloschen sind. Ich empfehle weiterzugehen. Ja. Werde ich tun. Part of Fans. Das Einzige, was irgendwie nicht ganz logisch ist und was ich ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehe. Okay, gut, ich meine, in den anderen Tempeln oder Dungeons ist das eh egal, aber hier zum Beispiel eher nicht. Weil er könnte nämlich, oder das fällt mir auch jetzt gerade erst dann bei den drei Quellen. Link hätte doch eigentlich mit dem Wolkenvogel dort auch landen können, oder? Oder kann der Wolkenvogel hier nicht runter?
Achso, Achtung, die Plattform sinkt wieder ein. Aber man kann mit so ziemlich jedem Item aktivieren. Also das geht nicht nur mit dem, mit der Schleuder, das geht zum Beispiel auch mit dem Fanghaken. Oder wie heißt das Ding in dem Spiel? Greifhaken, naja. Oh, scheiß Dreck. So, voll erledigt. Ja, Gott sei Dank treffen die keine beweglichen Ziele. Natürlich. Den Kopf hauen sie natürlich ins Wasser, diesen Schmuckschädel oder was das Teil auch immer darstellen soll. Natürlich. Voll erledigt. So. Ja, Tor geht auf. Man kann natürlich auch alle im Nahkampf besiegen, das ist möglich. Da drüben in den Krügen ist auch was Interessanteres drinnen. Aber da ist erstmal ein kleiner Schlüssel. Aber Leute, das soll für diesen Dungeon mal reichen. Hobby, die Gamer Engineers, das zählt im Übrigen noch nicht.